Das Splash Magazin in Wien, genauer gesagt in Kaisermühlen, in deiner Hood, hier direkt an der Donau, oder? Genau, willkommen im... Wir sitzen hier, weil von dir ein Release ansteht. Und zwar habe ich gelernt, Ende Juli, Gambo 2. Ja. Kommt über MPM und hat ganz viele Beats. Und kannst du so ganz grob sagen, was du geändert hast im Vergleich zu den Releases davor? Oder hast du irgendwie eine bewusste roter Faden, irgendeine Änderung drin? Zur ersten, eigentlich die größte Änderung ist einfach die Spielzeit. Ich habe sie gekürzt auf Vinyllänge, das heißt ungefähr 17 pro Seite eben, das heißt 36 Minuten. Ja, ist es zu lang? Na, ich glaube 17. Ja. Ja. Also ungefähr über eine halbe Stunde. Okay, und wir haben auch schon reingehört und ich fand's, ich weiß nicht, ob du einen neuen Fokus drauf gelegt hast, aber ich fand von der Soundästhetik noch mal eine Weiterentwicklung so, also ich fand es noch fetter. Genau. Ist so. Ja, ich finde halt irgendwie sogar die erste irgendwie schlecht mischt, muss ich sagen. Also ich kann die fast nicht hören. Die ist halt roh und grob und raw und was ich was. Aber die könnte irgendwie besser gemischt sein, finde ich. Aber nicht jetzt sauberer, sondern einfach irgendwie knackiger. Okay. Und die neue ist eben gut. Und ich habe mich so gefragt, als ich deine Wand angeschaut habe, wo die ganzen Releases zu sehen sind, wo du die Zeit hernimmst für ein weiteres Solo-Ding, weil du bist ja eigentlich gerade dauernd am Produzieren, habe ich so das Gefühl. Weil da könnte man dauernd über irgendwelche Amis und sonstigen Themen reden. Woran bist du im Augenblick? Ich muss kurz noch zu Gambo sagen. Die Gambo, die jetzt rauskommt, ist in Wahrheit die Gambo 3, weil die Gambo 2 im ursprünglichen Sinn war halt, die ist verworfen worden. Also die ist mir auf die Nerven gegangen und ich habe die irgendwie nicht mehr gut gefunden und habe bis auf zwei Beats alles gelöscht. Warum? Weil ich sie nicht mehr hören habe können und sie mir tierisch am Arsch gegangen ist. Okay. Und jetzt bin ich zufrieden. Für ein halbes Jahr. Es muss schnell rauskommen, sonst tue ich es wieder ändern. Aber ja, es wird schon hinhauen bis Ende Juli. Okay, und dann zurück zu der ursprünglichen Frage, an welchen anderen Projekten du neben dem Solo noch davor oder alternativ und nebenher sitzt, weil du hast halt dauernd Output. Ja, ja natürlich halt. Jetzt haben wir irgendwie Ende August anscheinend das MC8-Album jetzt fix, Release-Date, laut Primo, hoffe ich, dass es wirklich jetzt diesmal hinhaut. Ja, da hat mir auch natürlich ein paar Leute eben vorgeschlagen, die Beats haben wollen. Auch eigentlich ziemlich bekannte, aber da will ich noch nicht jetzt irgendwelche Namen noch nennen. Das ist irgendwie noch. Aber das, da tut sich auch schon was. Auch sehr interessant für mich, vor allem als West Coast-Fan. Ja, in Deutschland und Österreich eh natürlich ganze Zeit. Keo vorher fertig jetzt Album gerade geworden. Mir fällt jetzt eigentlich nichts ein, aber es ist eigentlich alles irgendwie am Weg. Aber reden wir mal, dann fällt mir sicher was ein. Okay, ich wollte nochmal zu dem alten MC8-Ding zurück, weil es hat sich jetzt ja Ewigkeiten rausgezogen. Weißt du jetzt schon, wie viele Sachen du drauf produziert hast? Und gibt es da schon fertige Tracks und alles? Oder wo steht ihr da gerade? Ja, der Primo mixt das irgendwie fertig und das Mastern mit seinen Jungs da drüben. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe 12 oder so. Von 18, 20? Sowas, 16, ja, sowas. Klingt amtlich. Und bemerkst du jetzt auch, also wie gesagt, bemerkst du jetzt 100 Mal die gleiche Frage, aber ich meine, es wird immer konkreter, dass auch du immer mehr in den Fokus gerätst von Amis? Ja. Ja, durch die Geschichte. Auch lustig, weil der J-Rock-Remix zum Beispiel, den haben ja auch extrem viele Leute gefeiert und ich habe den eigentlich nur so gemacht, weil du mir das A Cappella zugeschweißt hast. Ich habe das gar nicht gekannt, das A Cappella vorher. Ja, wie gesagt, man muss einfach irgendwie von vorn beginnen praktisch. Den Ami halt den Namen nochmal aufbauen. Wie ich es halt mühsam da gemacht habe in Österreich und so, in Deutschland schön langsam. Ja, und durch den MC, da geht es natürlich ein bisschen schneller, aber ja. Du bist ja West Coast-Fan, LA-Fan. Wie findest du eigentlich die ganzen neuen Geschichten? Hast du mal zu, was weiß ich, Kendrick Lamar, Odd Future und dem ganzen Zeug? Finde ich super. Finde ich cool. Mir gefallen beide Seiten. Mir gefallen die ganz klassischen G-Funk-West Coast-Typen natürlich. Genauso wie Kendrick Lamar, Schoolboy Q. Ja, sagen sehr viele von da drüben. Das ist Kaisermühlen. Coole Frösche, ja. Froschkonzert. Großartig. Dann nochmal zurück zu Gambo, sorry. Wie sortierst du da die Beats so aus? Schön. Hört man das? Großartig. Das ist halt ein Stück Natur. Da macht man dann auch solche Beats, wie du sie machst. So wie ich so Hippie-Beats machen würde. So, oh, ich liebe euch alle. Ja. Nicht ganz. Zurück, deine Beats sind ja, nochmal zurück, auf Gambo 2 wie ausgewählt?
Wie ausgewählt, wie meinst du? Naja, das Ding ist halt, guck mal, du machst, was weiß ich, wie viele Beats und dann kannst du dir überlegen, ich gebe den jetzt an den oder den und wie kommst du auf die Idee zu sagen, nee, der spricht für sich selbst, ist ausreichend, da muss kein MC drauf oder da darf kein MC drauf? Ja, prinzipiell, wenn der Loop fertig ist und ich den, sagen wir mal, 2 Monate gut finde, dann ist er instrumental würdig, keine Ahnung. Wenn er mir am Arsch geht nach 5 Tagen, dann, ja. Ist ein MC. Ja. MC8. Ja, genau, ja. Na, so schlimm natürlich nicht, aber ja, mir gehen halt Sachen sehr schnell am Nerv, vor allem von mir, meinen eigenen. Extrem schnell. Das ist das Problem bei mir. Okay. Und dann dazu nochmal jetzt wieder Sprung zurück zu MC8 und DJ Premier und diesem ganzen Prozess, den er da zusammen durchgemacht hat. Du hast, glaube ich, MC8 getroffen vor einer Weile. Und Primo immer noch nicht, oder? Na, leider. Der war jetzt vor ein paar Tagen irgendwo bei Salzburg, aber ich habe es nicht geschafft, leider. Primo zu treffen. MC8 habe ich getroffen vor einem Jahr ungefähr in der Schweiz. Okay. Und dann erinnere ich mich noch an andere Projekte, die dieses Jahr von dir angekündigt sind, nämlich mit Miles Bonny die Geschichte, oder? Kommt auch dieses. Ja, jetzt kommt schon langsam, ja genau, jetzt kommt mal wieder alles. Genau, zum Beispiel, ja, das sind wir jetzt irgendwie am Fertigmachen, auch August, so, über NPM auch. Okay. Und das wird extrem leibend, kann ich schon mal sagen. Das heißt, du hast jetzt 2 Releases mit Amis im August angekündigt? Genau. Na, sag nur nichts, wurscht. Doch, da war was. Ja, ja, weil das ist mir jetzt wieder entfallen. Wird schon noch kommen. Glaube ich nicht. Ja. Nein, ich will nicht. Wenn es fix ist, dann sage ich irgendwie, da groß reden und dann kommt nichts raus, ist scheiße. Deswegen bin ich lieber ruhig. Okay, bedeutet, dass du wahrscheinlich auch noch mit anderen Leuten zusammenarbeitest, ja. Und schon relativ weit fortgeschritten, genau. Bist. Halb weit. Okay. Wahrscheinlich ein Amerikaner, so wie ich dich kenne. Wahrscheinlich, ja, von irgendwo dort, Kalifornien. Fett Alcoholics-Umfeld oder so? Nee, na. Aber ungefähr die Richtung. Okay. Gut, dann gehen wir es noch einmal auf deine Art zu produzieren raus. Weil ich habe mich mit irgendjemandem darüber unterhalten und der meinte, deine Beats würden genauso klingen, wie du auch bist. Also weißt du, dieses... Ist das so? Ja. Lustig, aber nicht gehört sowas. Doch, ich weiß gar nicht mehr, wer es gewesen ist. Also dass er sich, wenn er sich deine Beats anhört, von diesem ganzen auf die Fresse und von der Wucht und so immer dich gut vorstellen kann. Echt? Ja. Ich bin eigentlich ein ziemlich ruhiger, entspannter Typ meistens. Also ja, gut. Ist auch gut. Klingt eigentlich gut, ne? Kann man so lassen, ja. Bin ich dafür. Weil ich wollte mich darüber unterhalten, weil wir haben ja auch jetzt vor 2 Tagen dich als DJ erleben dürfen und das fand ich vom Sound her... Ich bin kein DJ, ja. Als Aufleger, als genau. Entertainer. Ich spiele ein paar MP3s, ja, tanze ein bisschen, schaue ein bisschen blöd in die Kamera, das kann ich dann gut. In dem Fall neue Kamera, ja. Jedenfalls fand ich, dass auch das ganz eigenwillig war, so von der musikalischen Bandbreite. Würdest du sagen, dass die das von den vielen Produzenten unterscheidet, die hier das übliche Dilla, Madlib und dann noch Primo im Hintergrund haben? Wahrscheinlich. Genau die Mischung eben. Die West Coast, eigentlich war G-Funk in Wahrheit, die ganzen G-Funk-Sachen und Detroit-Sachen vertragen sie ja null. Ja. Also ich kenne keinen, der so wie ich, also außer Rafid Mella zum Beispiel, solche Leute aus meinem Umfeld eben, die auch Beats machen, aber sonst gibt es wenige, die beides mögen. Mhm. Also deswegen glaube ich, ist das schon auch auf jeden Fall eine Rezeptur von meinem Sound. Und wie kamst du drauf? Weil ich habe mich gefragt, wie man in Kaisermühlen sitzt und dann anfängt, diesen eigenen Sound zu entwickeln. So, weil ich meine, in Amerika klar, aber wie kam es bei dir so? Ohne viel Tamtam, keine Ahnung. Einfach herumprobieren und einfach seinen Stil finden. Weil es ist immer bei jedem so, der produziert. Also denke ich mal, dass du in den ersten paar Jahren eben klingst einmal wie Mob Deep Beat, dann klingt es wieder wie so, dann klingt es wieder wie der. Braucht seine Zeit, bis man halt zu sich findet. Keine Ahnung. Ich glaube, schon langsam habe ich es, dass die Leute eben, dass ich einen Wiedererkennungswert habe. Definitiv. War das so ein Ziel von dir, dass du sagst, ich will irgendwann sowas wie einen Trademark-Sound haben, damit die Menschen wissen, das bin jetzt ich? Natürlich. Das sollte das Ziel jedes Produzenten sein, dass die Leute ihn erkennen. Auf jeden Fall, außerdem habe ich hier das Brrr drin. Jedes Mal, wenn man ein Brrr auf irgendeinem Beat hört, bin das ich. Kann man sich gleich merken. Okay. Dann lass uns über die Zukunft reden und über irgendwelches Blödsinn, aber über Ziele von dir. Also, welche MCs, die es ja so gibt, jung, alt, wären so für dich interessant zum Produzieren? Amiland? Amiland, Deutschland, ist mir egal, suchst du dir aus. Deutschland finde ich gut, Megalo finde ich super, finde ich richtig cool. Ja, gibt schon einige, jetzt fallen mir wieder keine ein. Wer gefällt mir noch aus Deutschland? Ja, mit Haft würde ich auch auf jeden Fall was machen, finde ich auch extrem cool. Okay, ich glaube, du hast auch was mit dem Dilemma am Laufen, oder? Oder ist das schon wieder vorbei? Habe ich, ja. Siehst, muss ich mal fragen. Ja, ich habe ihm irgendwas, glaube ich, gegeben damals am Beat, ja. Siehst, gute Idee. Muss mal nachfragen, was mit dem Beat passiert ist. An dieser Stelle wäre das passiert. Ja. Amerika, wen haben wir da? An Wunschleuten? Haben wird? Ja. Prodigy.
Ansage. Top Typ, unglaublich. Also ist größter Fan immer noch. Also ich mag den Typen überhaupt nicht. Aber halt Hunderte, keine Ahnung, bei mir kann man das nicht sagen. Ich snoop genauso natürlich, aber da bin ich ja noch am ersten Tram durch MC8, weil das ja so ein Umfeld ist, aber ja, Prodigy wäre schon was. Okay, und dann bist du ja hier West Coast, East Coast, West Coast Geschichte so. Und dann stellt sich auch die Frage, irgendwann Bloods oder Crips? Der 8 ist vom blauen Team, also bin ich vom neutralen Team. Wie man eine Kappe auch sieht, ne? Blau und Rot macht grün. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns dann wieder morgen, übermorgen. Genau. Auf bald. Danke. Danke. Grüß dich. War jetzt wild hin und her, müssen wir einige schneiden, aber... War nicht frische cool? Frische war extrem. Die waren sich extrem laut, oder? Wahrscheinlich. Das war richtig krass.